Hallihallo liebe Pokémon-Freunde und willkommen zurück zu Pokémon Zwerg, Soling, Randomizer, Nassau, alles Challenge. Genau. So, wir haben ein bisschen trainiert auf Screen. Genau. Kann ich mal kurz zeigen. Genau. Ich habe jetzt alles auf Level 8 gezogen. Obwohl, warte mal, mein Schnarch kann ich dann tatsächlich mal... Kann ich vorne lassen. Weil das darf dann noch ein bisschen trainieren. So, und dann gehst du nach links weiter, ne? Wenn dann... Ja. Ne? Genau. Haben wir ihn kurz gezeigt. So. Nach links. Alles klar. Und direkt den ersten Trainer da unten bekämpfen. Und wir auch jeden Trainer vorlesen, oder? Nee. Nur die wichtigen. Also wir haben ja, Type-Themed Randomizer, das heißt jetzt die Trainer sind halt nach ihren Typen gerandomized. Es hat einfach ein Groink, es hat ein fucking Groink. Habe ich neulich noch als Shiny in Pokémon Ultrasonne bekommen. Ach ja. Ist das nicht Stolos an erster Stelle, das werde ich nicht unbedingt suchen. Ich werde mein Flugdings an erster Stelle nutzen, weil da hat Groink eigentlich keine große Chance mit Psycho-Attacken. Also doch schon, aber... Es hat Biss. Oh Gott, oh Gott. Biss. Ratzeputz, nein! Komm. Alter, das setzt die ganze Zeit Psychstrahl an. Alter, was ist denn das für ein Fickervieh? Da hätte ich wohl ein bisschen mehr Glück. Dafür hat Schnarch jetzt Level 5 alle erreicht und Level 6 erreicht. Und ich habe Teenager Ansgar besiegt. Ansgar. Ja, der Typ heißt Ansgar. Kann ich doch. Ah, mein Internet schon wieder, glaube ich, oder? Was hat denn der nächste Boy? Schauen wir doch mal. Ich renne erstmal wieder zurück ins Pokémon. Ein Fabio. Oh. Das geht uns einfach nicht mehr klar. Alter, irgendwie ruckelt mein Emulator gerade ziemlich, aber egal. Was auch immer da jetzt gerade los ist, ey. Und ein Relaxo, alles klar. So, der nächste Boy hat... Ah, da haben unsere Augen sich getroffen. Ich kämpfe mit Käfer-Pokémon gegen dich. Alter, der Emulator hängt halt gerade richtig. Hallo? Ich weiß nicht, was mit meinem PC gerade los ist, ey. Das ist nicht mehr schön. Moment. Jo, einfach. Deine Hand, bitte! Höhöhö, das schneide ich jetzt mal kurz raus. Abgehackt. Ja. SL1, nächstes Mal. Mal. Was? Ja, ist in Ordnung. Ich habe jetzt nichts mehr offen, außer Camtasia und der Emulator. Hallo? Hallo? Basti? Warte denn hier mal eben auf dich? Ja, ich, würde sagen, so, genau, ich bin jetzt wieder da. Ich mach dann bei mir halt weiter, damit die Folge halt einfach genauso lang ist wie bei dir wie bei mir. Achso, ich dachte, du kattest das aus. Ja. Ich hab das gerade alles nicht aufgenommen, weil mir das ganze Aufnahmeprogramm abgeschmiert ist. Gut. Ja, okay, man hört es jetzt bei mir im Hintergrund, aber. Nee. Ist halt zumindest so. Ja. Aber jetzt kann ich halt gerade wieder aufnehmen und das ist gerade das gerade ziemlich merkwürdig. Naja. Wenigstens läuft es jetzt wieder stabil. Ich denke mal, ich werde das mit meinem Stativ dann und meinem Handy dann so machen. Dass ich dann so aufnehme. Ein Toketick. Ach ja.
Sowas liebe ich ja. Käfersammler Baldur normal Pokémon. So, du hast gegen den Dude da oben schon gekämpft, ne? Ja, ich stehe vor den Bären. Ah, total. Hab sie aber noch nicht eingesammelt. Ja. Ich kann mir meine Pokémon-Mangel ein bisschen genauer angucken. Ich bin und dumm. Ich sollte... Gerade das ist, ist eine Facecam, ist ziemlich nice. Warum? Weil ich dann immer, weil ich man sich dann einfach ansieht, so, yo, wie dumm ist der gerade eigentlich? Ja, das wird bei mir wahrscheinlich auch, wie gesagt, ich habe nicht mehr Pokémon gespielt und ich, wie kannst du nur, hättest du das so und so viel besser machen können. Aber passt schon. Nee. So, man kann die Manade Rauhaut, das ist schon mal ganz nice. Ja, ja, Rauhaut ist ziemlich nice. Ich habe gerade noch, ich habe ja gestern noch mal einen alten Randomizer von mir von Smaragd angeschmissen. Und direkt Route 1, Schmerbe mit Wunderwache. Und ich denke mir so, nein, tschüss. Ich habe halt überhaupt keine Ahnung, was die Wesen zu sagen haben. Das könnte ich dir sagen, aber das sage ich dir lieber mal nach der Folge dann. Ist das wirklich wichtig? Nicht für einen Randomizer oder eine Nuzlocke an sich ist es relativ unwichtig. Wenn du competitive spielen möchtest, ist das schon. Ja, okay. Alles klar, alles klar. Aerodactyl, seid ihr doch alle, ihr seid alle bekloppt. Komm hier, Flugdings. Sowohl Sturkopf als auch Linda haben beide Steinhaupt als Fähigkeit. Ist zwar nett, ich werd aber... hier bekloppt, ey. Da werfen die mir einfach ein Aerodactyl ins Gesicht. Ich werd bekloppt. Schnarch erreicht Level 7. Flugdings ist schon Level 11. Lol. Ja. Weißt du was, wenn du gerade auch noch im Kampf bist, dann kann ich eigentlich auch ein bisschen weiter trainieren. Mach mal. Weil wenn du jetzt schon so weit bist, sonst hänge ich ja ewig hinterher. Der Typ hat einfach ein Fossilien-Team. Finde ich interessant. Aerodactyl und Vilie. Mhm. Interessanterweise bin ich ja gerade immer noch in Ultrasonne und Ultramond am Pokédex vollmachen und da bin ich gerade bei den Fossilien, bei den letzten. Ja, ja, so. Oh, bin durch. Bären. Okay. Zwei Philosoph-Bären und zwei Sinnelbären. Und ich glaube, wenn du da rechts weitergehst, gibt's, ist da auch noch irgendwo ein Item. Rechts an den Bären vorbei. Okay. Da müsste noch ein Item sein, aber vorsichtig, nicht über den Dingens. Obwohl, oder? Nein, doch nicht. Ich hab nichts gesehen. Okay. Nee, ich dachte, doch, ich dachte dass da eins wäre, aber nee, doch nicht. Gut, dann gehen wir weiter, wa? Ja, da unten ist noch ein Kämpfer. Ja, so ein Mädel. Aber nee, mal, aber da unten ist noch ein Item unter ihr. Okay. Gyurika. Ach ja. Ein Rihorn. Cool. So, was hat sie bei mir? Kann. Mauzi. Nice. Miauts, genau. No. Ich will schon wieder mit Schnarch angreifen. Schreihals, mach du mal. Jawohl. Blockiert Heuler, nice. Zack, down. Und noch ein Rion, alles klar. Und Snubbull. Hier noch vom Typ Normal, später mit dem Typ Fee. Yeah! Was ich tatsächlich ein bisschen komisch finde, wenn du gehst. So richtig passt das nicht. Ich kann es ein bisschen verstehen, aber. Naja. Hm. Also ich finde der Typ Fee hat das ganze VGC nochmal wieder ein bisschen gebalanced. Ja. Zwar so einen Mund gespielt, aber auch da nicht wirklich viel von Feen mitgekriegt. Ja, ich hatte Bundlebee im Team. Stimmt, hatte ich auch. Jetzt du das hast. Und das ist halt Käferfee. Cool. So, da unten liegt bei mir eine Citrobeere. Ein unter dem Mittel. Kannst du verkaufen. Mehr nicht. Blütenburg cool. City.
erst ans Pokémon Center. Weil ich überhaupt den Weg nach oben nochmal in Kanyana mitnehmen. Erstmal ins Pokémon Center, erstmal die Pokémon ein. Ja, da muss ich auch hin. Nein, nicht nochmal. Nein, nein, Schwester Joy, ich muss meine Pokémon nicht nochmal heilen. So. Der Klassiker. Ist halt aufhören die ganze Zeit in dieser Art zu spammen. Ich glaube, das hört man im Mikro, ne? Ja. Ja, das kommt für dich so. Oh. Ich bin irgendwie nach Blütenburg City, wollte eigentlich mal kurz erkunden. Vielleicht ist er ja noch irgendwo ein Item und rennt direkt Scott in die Arme. Oh. Oh, du bist viel zu schnell, Alter. Warte. Ah. Bin jetzt im Pokémon Center. Ja, dann gehen wir nach oben links raus. Ja, Sekunde, erstmal heilen. Dann, wenn du durch bist, weil dann sind wir nämlich genau da, weil ich bin direkt Scott in die Arme gelaufen. In der Zwischenzeit kann ich immer kurz Nachrichten irgendwie. So. Ja, bin da. Liest ihn einer? Wenn ja, wer? Oder ist egal? Keine Ahnung. Hey da, bist du vielleicht ein Anfänger unter den Trainern? Nee, ich bin Pokémon-Professor. Weißt du, was Pokémon-Trainer machen, wenn sie an einen neuen Ort kommen? Sie sehen sich dort als erstes die Arena im Ort an. Nee, also ich komme erst ins Pokécenter. Ja, ich auch. Schau, das ist die Arena von Blütenburg City. Das ist das Logo der Arena. Daran kannst du meine Arena erkennen. Die haben sie auch geändert inzwischen. Jo. Alles klar. Das war's, der geht einfach wieder. Okay. Verpiss dich einfach wieder. Ab in die Arena. Und einfach mit dem Bluter sprechen mal, ne? Hm. Achso, will ich sie? Mach mal du. Okay. Die ist ja schon. Na, wenn das nicht mein Kind ist, dann habt ihr also den Umzug beendet? Ich bin überrascht, dass du ganz allein hierher gefunden hast. In deinem zahen Alter von 10, glaube ich. Ja, ja, da noch 10. Nein, mit 10 kann man sich auch schon mal die einfachsten Wege Oh, so ist das. Du bist in Pokémon-Begleitung. Ich glaube, du wirst einmal in meine Fußstapfen als Trainer treten. Das sind großartige Aussichten. Ich kann es kaum erwarten. Heiko! Ich hätte so gerne ein Pokémon, bitte! Mach 1000 Euro! Und Xbox. Du bist Heiko, nicht wahr? Ich werde meine Verwandten in Wiesenflur besuchen. Ich glaube, ich werde mich da doch einsam fühlen, daher würde ich gerne ein Pokémon mitnehmen. Aber ich habe noch nie eins gefangen, ich weiß nicht, wie das geht. Ah, du altes Kapunkapfi. Ey, Basti, erklär dir das mal. Ja. Heiko, hier, ich leide dir mein Pokémon. Oh, wow, ein Pokémon. Ja, ich geb dir auch diesen Pokéball. Hier, dann mach mal. Heiko hält ein Pokéball. Oh, wow, danke schön. Shiny, kommst du wirklich mit? Oder Basti? Oder ja, irgendwie? Nee, ja, ich muss, ja. Nein, nein. Ich bewege mich von alleine. Ich will nach links, links, links. Ah. So, gerandomizedes Catch-Tutorial. Mal gucken. Hast du das noch vorlesen, was er da sagt, oder? Nee, hab ich aber geskippt. Ein Pantimos. Wow. Bei mir ist es ein Pantimos und das Zickzack ist ein Kandivana. Ein Keifel. Und was Zickzack ist bei dir? Tornupto. Geil. Läuft. Ach ja. Konfusion. Es hat keine Bock auf Kalibana. Hä? Seit wann zieht man sein Pokémon zurück, bevor man einen Pokéball wirft? Nun muss man einen Ball werfen, oder? Ich werde mein Bestes geben. Du musst dein Bestes geben, also sei was. Falsches Franchise. Ja. So. Alter, wie lange wir brauchen, den Pokéball zu finden? Ja, ja. Ihr fragt das, der Trankbereich. So, hier. Pantimos wurde gefangen. Und? Mit wem ist dein Pantimos jetzt gesoulinkt? Ach nee, sorry, du machst ja gar keine Soulink. Oh, einsamer Dude.
Ich hab's geschafft. Es gehört mir, mein Pokémon. Mein Schatz. Shiny, Basti, danke schön. Lass uns zur Arena zurückgehen. Das war eine Flasche unter dem Tisch. Und alles geklappt. Danke, ja, wunderbar. Hier haben sie ihr Pokémon zurück. Danke, Shiny, dass du mit mir gegangen bist. Euch beiden habe ich es zu verdanken, dass ich mein erstes Pokémon fangen konnte. Ich verspreche, ich werde mich gut darum kümmern. Meine Mama wartet sicher schon auf mich. Ich muss nach Hause. Bis bald. Ja, verpiss dich. Nun. Wenn du ein guter Trainer werden willst, hier ist mein Rat. Geh nach Metaros City, gleich hinter diesem Ort. Dort solltest du die Arenaleiterin Felicia herausfordern. Da ist doch noch ein Wald zwischen und so, aber ja, gleich hinter diesem Ort. Suche danach die anderen Pokémon-Arenen auf und besiege die Leiter. Sammle die Orden der verschiedensten Arenen, verstehst du? Ich bin natürlich auch ein Arenaleiter. Auch wir werden eines Tages gegeneinander antreten. Der fünfte. Aber erst wenn du stärker geworden bist, Basti. Hier ist der fünfte Arenaleiter. Okay. So. Ich dachte, hier liegt noch irgendwo ein Item rum, aber da habe ich mich wahrscheinlich geirrt. Ja. So. Wohin gehen wir jetzt weiter? Ich glaube, wir sind doch schon am Folgenende, oder? Oh, ich bin noch links, jetzt kommt der Typ mit Sonnenbrille. Ja gut, dann Scott. Also, Entschuldigung, das war der Scott, nicht der andere. Entschuldige bitte. Sorry. Lass mich raten, deine Kleidung verrät mir, dass du ein Trainer bist. Habe ich recht? Nun, vielleicht auch nicht. Deine Kleidung ist doch relativ sauber. Entweder bist du gerade erst ein Trainer geworden oder bist einfach ein ganz normales Kind. Ich reise durch das Land immer auf der Suche nach talentierten Trainern. Manchmal finde ich sie aber auch nicht. Tut mir leid, wenn ich dich aufgehalten habe. Warum hast du mich jetzt angelabert? Das ist sexuelle Belästigung. Ist ja nicht so. Warum quatscht uns jeder Typ an, den er trifft? Das ist sexuelle Belästigung. Ja. Ach ja. Ja, aber ich glaube, wir sind jetzt am Folgenende. Echt? Ja, denke ich schon. Ich bin bei mir bei knapp 14 Minuten, okay, ich habe glaube ich auch nicht direkt am Anfang gestartet. Ja, das und wir haben auch die Zeit, die wir noch dazwischen hatten, die noch gefailt war. Ja. Also dann sehe ich mal da. Schreiben wir die beiden meinst, als eine. Machen als wir. Eine. Genau, dann sehen bis wir uns. Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.